Hi, heute wird's wild, denn heute bauen wir die beste und effizienteste Eisenfarm auf dem ganzen Craft Attack Server. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Da habe ich aber, glaube ich, jetzt den Mund sehr voll genommen. Ne? Jetzt muss die aber ballern, glaube ich. So, warte mal, hier kommt die weg. Ich hoffe, das passt da, wo ich die hingebaut habe. So, hier ist der Fallschacht und wir machen jetzt mal eine in die Richtung. Also die wird, glaube ich, groß. Wie weit fließt Wasser? Nummer 8, oder? Ja, wir bauen erstmal das Kreuz auf und gucken uns dann einmal um. Vor allem am besten mit Cobblestone, weil das so einfach abzubauen ist. Kennt man, ne? So, direkt ein paar Mauern bauen. Vor allen Dingen, wir können die Farm wieder so aufbauen wie die andere, also wie die. Weil im Inneren guckt ja keiner rein. Die sieht nachher von außen so aus und in der Mitte ist wieder nur Cobblestone. Oh, das ist so cool einfach. Ah, ich glaube, wir sind zu nah da dran. Oder? Warte, wenn wir hier 7 haben. Ich glaube, wir können die ein bisschen näher bauen. Als erstes 5x5er Loch und dann 17 in jede Richtung. Da noch eine gediegene Mauer drum. Und jetzt kommt hier an jeder Kante kommt jetzt quasi eine eigene Eisenfarm dran. Und so sind die so weit entfernt, dass jede Farm für sich läuft. Und das wird danach nochmal schön umkreist mit irgendwelchen Style-Gedöns. Vielleicht packen wir auch einfach nur dieses Kreuz ein. Ich muss einfach mal gucken, wie das nachher aussieht hier. Aber wird bestimmt gut hier an der Stelle. Wie komisch es einfach auf der Map aussieht, ne? So, hier kommen jetzt 3 Betten hin mit dem Kopfende Richtung Farm. Auf der anderen Seite kommen 3... Falsch. Oh, das ist cool. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann ich dann da bauen? Ne, leider nicht. Warum nicht? Deswegen so viele mit, ne? Habe ich ein paar mehr Versuche. Ja, nice. 2, 3. Da drauf kommen jetzt 3 Deckel. Dann kommt jetzt hier eine wunderschöne Wand hoch. So, da jumpt der Zombie dann immer hoch. Und erschreckt unsere Dorfbewohner. Das ist der Plan. So, das ist schon mal gut. Da kommt halt ein Pisten rein, ne? Und die Dorfbewohner kommen nicht dran, aber die Dorfbewohner sehen den Zombie. Dadurch trauen die sich nicht zu schlafen. So, nächstes Ding ist, Glas drumherum. Könnte man eigentlich so machen. Ich muss die Dorfbewohner noch hier hochkriegen, ne? Das wird geil. Dorfbewohner transportieren ist immer der Wahnsinn. Macht immer Spaß. Geht voll ab. So, das dazu. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie die Redstone-Schaltung nochmal unten geht. Hier sind jetzt Repeater im Kreis. Hier kommt ein Redstone hin und damit das ganze Ding läuft, kommt jetzt hier eine Redstone-Torch hin. So, und jetzt haben wir im Grunde eine kleine Glock. Da kommt jetzt ein Pisten hin und dann kommt da ein Zombie hin, der mal nach oben und unten geballert wird. Und dann fehlen eigentlich nur noch 3 Dorfbewohner und oben eine Spawnfläche für den Iron Golem. Und dann haben wir es eigentlich schon. Schon ist gut, ne? Haben wir hier schon mal 8 wasserlaufmäßig unterwegs? Oder sind hier schon mal 8 wasserlaufmäßig unterwegs? Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Wasser hin. So. Und schon haben wir den Wasserlauf von einer Farm fertig. Und auch schon die Redstone-Steuerung, die drunter ist. Und die Betten. Es fehlen nur noch Villager, die werden da gerade in diesem Kasten gemacht. Geht gut. Aber warum ist denn da so ein Knickpunkt drin in der Mitte? Seht ihr das? Da? Warum? Warum? Bestimmt Chunk, oder? Chunk-Grenze? Ah, habe ich's doch geahnt. So, und Nummer 4 wird jetzt gebaut. 1, 2, 3, 4. Alter, den Pistenplatz habe ich da gar nicht gebaut, ne? Muss ich noch machen. Wenn der Pisten kommt, kommt er dahin. Hier kommt jetzt nochmal Redstone und eine Fackel hin. Nein, jetzt habe ich einen Repeater zu wenig. Wie gemein ist das denn, bitteschön? Wo habe ich den nur hingetan? Können wir einen bauen eben? Ne, wir haben keinen Cleanstone. Sonst könnte es gehen. Das wäre cool. Okay, fehlt noch einer. Egal. Machen wir dann gleich. Dann schütten wir hier erstmal wieder Wasser aus. Geiler Wasserlauf auf jeden Fall. So, nochmal. 1, 2, 3 und 2 volle Eimer wieder am Start. So, Wasserlauf zur Mitte ist komplett. Ich guck mal, was die Villager da hinten machen. No, Leute, was ist los bei euch? Sind schon zur 5 da drin, das ist gut. Wie weit checken die eigentlich die Betten? Würden die das Bett da hinten merken, dann könnte man die einfach da hinlaufen lassen. Die ersten 3 Villager sind eingetroffen. Ich bin jetzt einfach hergegangen und habe einfach einen Weg von da aus hier rüber gebaut, da ein paar Betten geklaut und... Eigentlich wollten die nur einen Job ausüben und jetzt sind die hier drin. Richtig cool. Jetzt konzentriert euch nicht auf mich, sondern lasst mich kurz mal ein paar Trapdoors bauen. 2 muss ich noch. Ich meine, sobald dunkel wird, kann ich die auf jeden Fall bauen. Aber wäre schön, wenn der obere einfach mal runtergeht. Guck mal, ich bin weg. Mich siehst du gar nicht mehr. Das ist wie mit so Kindern. Man darf die nicht beachten. Wenn man die ignoriert, dann macht der gleich, was wir wollen. Gleich. So, so ein paar Boxen dahin. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht alles mit, was ich brauche, aber kein Ding. Ich mache jetzt mal ganz kurz den hier. Ich brauche nämlich noch ein paar Mauern, die wir jetzt hier hochziehen werden. Und wo wir schon mal dabei sind, machen wir jetzt noch mal ein paar Türen. Ah, wie ich einfach nur 4 Stück habe. Oh nein. 5. Alter, wie es genau reicht für die Seite. Ist das normal so? Ich glaube schon, ne? Aber warum ist das denn so? Warte mal, das sieht irgendwie doof aus, glaube ich. Komplett egal. Hilfe. Ach Mann, jetzt muss er wieder hochspringen. Toll. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz die Tötungskammer bauen. Unten ganz viele Hopper. Hier ein paar Schilder drauf. Und da kommen dann gleich ein paar Lava-Eimer drauf. Ich glaube, 4 sollten genügen.
um alle vorhandenen Eisengolems zu killen. Nein, da ist ein S drauf. So kann das nicht bleiben. Ganz pingelig heute. So, alle fertig. Also, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Warte mal, da ist der. Hier, wir nehmen mal ganz kurz ein bisschen Erde. Machen so. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, die Lava da reinzukippen. Obwohl, sollen wir die Lava jetzt schon reinkippen? Alles, was ich fallen lasse, wird direkt verbrannt. Ach komm, scheiß drauf. Oh, zu gut. Und schon haben wir unser Tötungsloch fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Zombies auf der Seite zumindest. Villager sind schon drin. Und dann könnte das schon funktionieren. Aber da ist die Frage, wie kriegen wir den guten Zombie? Jetzt kommt es nämlich auf diesen Pisten, der jetzt gleich kommt. So, dann erschreckt er immer die. Und dann wieder nicht. Dann erschreckt er die. Dann wieder nicht. Wir hier einen Zombie spawnen lassen. Jetzt muss der nur noch rüberlaufen. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir probieren es. Wir haben nämlich jetzt hier noch einen Weg und eigentlich will ein Zombie ja immer alle kaputt schlagen, ne? Also vor allen Dingen Villager, die hast du ja wie alles. Pack hier oben mal eine Trapdoor auf jeden Fall hin. Ja, kann er reinlaufen. Achtung. Boah, ich hoffe, das geht. Bitte, bitte. Komm, los geht's, Junge. Hol dir die Villager. Und fall bitte nicht runter. Hallo. Ah, die Idee war schon mal gut, oder? Zombie. Das war smart. Korrekt. Zombie mit Schwert. Aber ist nicht schlimm, ne? Kommen Sie zu mir. Ich glaube, ich stopfe den in mein... Ne, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Oh nein! Oh ja, er weiß nicht, wohin er soll. Mach's gut, mein Zombie. Soul of Season. Du bist verewigt. Commander Zombie 1 ist in Position. Ach, schon geil hier mit der Kammer, ne? Wie gut das einfach geklappt hat, WTF. Aktivier dich. Boah, ich stell mir vor, wie entspannt das ist. Alle immer so, oh, zum Glück. Und dann kommt der Zombie wieder hoch und alle schreien. Geht nicht wegen dem da. Ah, scheint zu gehen. Sie spawnen. Oh. Braucht mehr Anti-Spawn-Fläche hier unten. Ich glaube, der ist hinten aufgetaucht, oder? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier machen wir einfach. Wir machen noch einen zur Seite hier. Wird auch interessant, wenn wir hier das Gebäude drumherum ziehen. Drei und los geht's. Okay, Zombie Eisengolem, du darfst spawnen. Der ist weit genug weg, glaube ich. Ich glaube, bei der Farm spawnen die sogar schneller als alle 30 Sekunden, weil wenn alle vier da sind, dann geht's ab halt, ne? Ah, da ist der erste. Lol, wieder einfach da unten spawnt. Und das erste Stück von unserer Eisenfarm funktioniert. Da brauchen wir nur noch viel zu viele. Und dann fehlt ja nur noch die, die und die. Und dann geht's aber richtig ab. Und zwar insgesamt 1200 die Stunde bei maximaler Auslastung, wenn alles funktioniert. Tschüss!